Ja, es ist sehr spannend, dass wir hier über einen Artikel sprechen, den die Welt veröffentlicht hat. Also kein Medium, welches mehr oder weniger für Verschwörungstheorien bekannt ist. Und da geht es um die Folgen des Horrorszenarios Blackout. Also die Welt hat dieses Thema ziemlich groß aufgemacht und das fand ich schon sehr, sehr spannend. Natürlich gab es da so eine Art Nebensatz durch den Putin, aber das ist natürlich absurd. Wir wissen natürlich, dass diese Blackout-Geschichte aufgrund der Energiepolitik insgesamt, dass die darauf zurückzuführen ist. Und da kommt ein Politikwissenschaftler, Mike Pötsch heißt er, zu Wort und natürlich der Präsident, der ist bekannt für viele, der Österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge, das ist der Herbert Sauruck. Und in dem Artikel werden also die Szenarien eines Blackouts, das fand ich sehr spannend, mal ganz klar beim Namen genannt. Konkret, man spricht also hier richtig von Chaos auf den Straßen, davon, dass das Internet und Telefone ausfallen, dass die Nahrungsmittel knapp werden. Also in der Deutlichkeit ist das selten wirklich zu finden in den Mainstream-Medien, wobei die Welt ja sowieso an bestimmten Stellen sich dadurch auch auszeichnet, dass sie durchaus kritisch und auch aus meiner Sicht qualitativ gut auch berichtet an bestimmten Stellen. Also konkret, also eine Analyse von 2011, die gibt es, die ist immer noch aktuell. Man hat seitdem also trotz der veränderten oder auch absurden Energiepolitik noch nichts Neues gemacht. Und da verweist also das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK, also auf Anfrage dann darauf. Also klare Ansage, trete dieser Fall ein, also des Blackouts, dann kämen die dadurch ausgelösten Folgen einer nationalen Katastrophe gleich, die nicht beherrschbar wäre, schreibt die Welt, sagt nicht Andreas, der liest es hier gerade nur als Originalzitat. Also jetzt kommt erstmal die Frage, es ist dargestellt worden, was passiert konkret, wenn das Stromnetz zusammenbricht? Und ich will das hier mal aus der Welt ganz grob mal zusammenfassen. Erstens, sie schreiben deutlich, das Wasser bleibt aus, in der Massentierhaltung stirbt das Vieh, also die Tiere. Die Telekommunikation kollabiert. Internet, Handy, Festnetz. Innerhalb von Minuten geht nichts mehr. Also den Angehörigen ein Lebenszeichen geben, das ist dann nur noch persönlich möglich. Wer jetzt googeln will, wie man sich im Ernstfall verhält, ist zu spät dran. Man muss dann also vor die Tür gehen und dann darauf hoffen, dass ein Lautsprecherwagen vorbeifährt, um zu erfahren, welche Maßnahmen der Staat gerade trifft. Also im Vorteil ist übrigens an der Stelle, wer hier ein Kurbelradio zu Hause hat. Finde ich sehr spannend. Oder auch so eine Powerbank für das Handy, die man ja dann auch mit Solar nachladen kann. Genau, solange es dann eben halt noch das Internet gibt, auf jeden Fall. Besonderen Nachholbedarf gibt es da übrigens auch bei den Behördenkommunikationen. Das klagt also hier in dieser Artikel in der Welt ganz deutlich an. Denn darüber muss im Ernstfall die Krisenlage gemanagt werden, dass die Behörden untereinander kommunizieren. Der derzeitige digitale Behördenfunk, der läuft digital. Man muss sich das wirklich mal vorstellen, auf der in Deutschland komplett umgestellt wird, der ist nach 2 Stunden Blackout bereits tot. Dann ist keine Kommunikation mehr möglich. Also die arbeiten da nicht mit Funkgeräten, UKW, Lange Welle oder was auch immer, nicht mal mit CB, sondern wirklich mit einem System, welches vermeintlich modern ist, aber in Wirklichkeit eben genau das Gegenteil. Gut, ein weiterer Punkt. Im Falle des Blackouts, das Verkehrssystem bricht unverzüglich zusammen. Auf den Straßen herrscht direkt nach Beginn des Blackouts Chaos. Ampeln fallen aus. Natürlich kommt es auch zu Unfällen. U-Bahnen und Züge fahren nicht mehr. Autos, Busse, Laster bleiben stehen. Übrigens auch an den Tankstellen fallen die elektrischen Pumpen für die Zapfsäulen aus. Die Tanklastzüge übrigens, die können zwar beladen werden, aber deren Diebstahlschutz, die haben einen elektronischen Diebstahlschutz eingebaut, diese LKWs, die werden elektronisch gesteuert. Und wenn es keine Freigabe gibt, können die auch nicht wieder entladen werden. Also man kommt an das Öl oder an das Benzin gar nicht ran, welches an der Tankstelle steht. Die können also nicht nachladen. Unfassbar. Aber jetzt wird's ernst. Ich rede immer noch aus dem Artikel, von der Welt. Die Wasserversorgung.
Das ist der wichtigste Punkt. Nach einer Woche spitzt sich die Lage dramatisch zu. Die Wasserinfrastruktursysteme können ohne Strom bereits nach kürzester Zeit nicht mehr betrieben werden. Da gibt es zwar Notstromaggregate, aber selbst damit ist die Versorgung maximal, und das ist in den seltensten Fällen, für eine Woche lang gesichert. Wer übrigens in Mehrfamilien und Hochhäusern wohnt, steht ja womöglich noch schlechter da. Es gibt, das muss man wissen, in diesen Hochhäusern sogenannte elektrische Drucksteigerungsanlagen, die das Wasser in die höheren Etagen befördern soll. Und ab der vierten Etage wird es dann eben halt eng. Man ist dann auf Nachbarn angewiesen. Dann wird noch als letzter Notnagel werden genannt die 5000 Notbrunnen, die es in Deutschland gibt. Aber bei diesen über 80 Millionen Menschen, die sich aus 5000 Notbrunnen versorgen sollen, da weiß man natürlich, dass das nicht funktionieren kann. Okay. Wenn der Stromausfall länger anhält, dann spitzt sich die Lage zu. Hygienische Bedingungen verschlechtern sich, Toiletten sind verstopft, es wächst die Gefahr der Ausbreitung von Krankheiten. Man könnte glauben, das ist eine Sendung von vor 2 Jahren, die wir gemacht haben, aber ich rede über einen aktuellen Weltartikel von heute. Nach ein paar Tagen, schreibt die Welt, beginnt das Hungern. Das ist unfassbar, schreibt die Welt. Keine Beleuchtung, keine Kühlung, ausgefallene Kassen. Supermärkte sind bei einem Stromausfall natürlich außer Gefecht gesetzt. Und generell rät das BKK den BBK den Bürgern zu einem eigenen Notvorrat. Man weiß aber auch, dass gerade mal ein Drittel überhaupt vorgesorgt hat und überhaupt ein paar Tage überhaupt überleben könnten. Was ich übrigens an der Stelle auch spannend finde, ist, dass der Staat gar nicht daran denkt, zum Beispiel Supermärkte auf Staatskosten zu verpflichten, Vorräte anzulegen. Also Herr Olaf Scholz könnte ja mal auf die Idee kommen und sagen, statt Waffen liefern, wir könnten ja auch mal dafür sorgen, dass die Supermärkte mal Vorsorge bringen. Nochmal, ich rede hier über die Welt und bin gleich durch. Sicher ist, und das ist das Fazit der Welt, es gäbe Tote. Wie viele Menschen sterben, ist allerdings schwer zu sagen. Abhängig ist das von der Dauer des Blackouts und damit auch von der Ursache. Und selbst wenn die beseitigt ist, also der Blackout, dann braucht es bei einem großflächigen Blackout eine gewisse Zeit, bis das Netz wieder hochgefahren wird. Und der Herr Sauruck rechnet im Fall eines solchen Großereignisses mit mindestens einer Woche. Das kann auch länger dauern. Also das Fazit bei der Welt ist, und jetzt ist der letzte Satz, nicht zu unterschätzen sind auch die sekundären Folgeschäden. Es hält Zehntausende Tote binnen Tagen für möglich. Also das sagt Sauruck, Zehntausende Tote. Es werden viele sein und viel mehr, als wir uns vorstellen können. Also ich finde das schon sehr beeindruckend, dass wir das heute lesen im Mainstream.